Ja, wir haben vorhin gesagt, ein Franzose, der fließend Deutsch spricht. Munir Bouzian, das wollen wir jetzt auch testen. Ja, passt. Okay, das muss reichen fürs Erste. Munir, wir wollen natürlich auch wissen, wie wird der Name genau ausgesprochen? Das ist ja für uns immer wichtig. Munir Bouzian. Okay, vielleicht kriegen wir es mit dem Akzent nicht ganz so hin, aber in der Art wird es gehen. Wie war dein Weg nach Cottbus? Wie bitte? Wie war dein Weg nach Cottbus? Ziemlich lang. Von Frankreich bis hier ist ja fast 8 Stunden. Deswegen 8 Stunden im Auto ist ja nicht so angenehm. Wollen wir natürlich noch mal wissen, warum sprichst du fließend Deutsch? Ja, weil ich da gelernt habe. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in Deutschland. Und wenn man hier wohnt, und geht halt schneller. Ja, aber du musst auch nicht. Ja. Man sagt, du kannst in der Offensive alle Positionen spielen. Oh ja, also ich glaube, dass ich das alles kann. Das muss man den Trainer entscheiden. Also ich habe letztes Jahr vorne, links, rechts, enge die Spitze gespielt. Deswegen ist halt nicht so ein großes Problem. Was spielst du am liebsten? Boah. Also ich habe immer 9 gespielt und letzte Saison am Ende habe ich links vorne gespielt oder auf der Seite, da mehr Platz und mehr Zeit, das ist vielleicht ein bisschen einfacher als vorne rein. Okay, wir lassen uns überraschen, wir freuen uns auf viele offensive Aktionen von dir. Die Nummer 10, Munir Bouzian. Danke. Applaus